Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Need for Speed Pro Street. Und wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben in der letzten Folge. Ich würde sagen, wir machen einfach hier oben weiter. Geht auf jeden Fall interessant. Lass uns mal vielleicht ein Fahrzeug tun, oder? Wenn wir schon die Möglichkeit haben, Wagen, Garage. Civic und den haben wir, okay. Wie viel Geld haben wir? 32.000, reicht das? Ja, komm. Motor. Gibt's doch, glaube ich, auch so vorgefertigt. Ah, hier, schnelles Upgrade, ja, genau. Okay, das kostet aber schon zu viel für uns. Dann müssen wir das lieber händisch machen. Ich würde erstmal nur den Motor machen, damit wir ein bisschen Leistung haben. Warte mal, wie viel Geld hatten wir? 32.660. Okay, wir könnten uns gerade so Stufe 2 kaufen. Was nehmen wir denn da für ein Dingensbummens? Kenne ich alle drei nicht. Wir nehmen einfach CP Pistons. So, jetzt haben wir nur noch 410. Kostet denn das eigentlich was? Felgen kostet, glaube ich, was, ne? Ja. Serienfelgen. Oh, okay, da können wir auf jeden Fall was machen. Machen wir mal 20. Oh, Baby. Ja, jetzt gehen wir hier auf jeden Fall über den Bereich, der eigentlich im Spiel möglich ist, mit der einen Mod. Gehen einfach mal auf 55. So, jetzt können wir den Reifen stretchen. Gehen wir auch auf 50. Jetzt können wir die Felge noch breiter machen. Dann gehen wir auf 30. Also 20, 55, 50, 30. Weil ich hinten gerne ein bisschen tiefer gehen würde, aber geht halt nicht, weil die Radnabe dann schon, dann schon durchklippt. Warte mal, was hatten wir jetzt hier? Ich mach einfach mal hier 45 oder so. Hier gehen wir mal auf 35 oder 40, komm, 40. Sieht schon geil aus. Karosserie-Kits. Was, ja. Oh, aber wir können das Serien-Dings tunen. Dann machen wir hier so ein bisschen Racy-Look. Bin höher. Mit so einem Einlass. Nicht zu krass. Bisschen dezent, so auf 10. Da können wir ein bisschen tiefer auch gehen. Da können wir auch Einlässe reinzimmern. Aber das würde ich eher weglassen. Seitenschürze. Auch ein bisschen tiefer. Und ausstellen, ne? Ja. Mit so einer Seitenlippe. Ah, das sieht schon. Wobei, ich würde die Lippe vielleicht ein bisschen ja, so machen. Oh, ist okay. So gefällt mir das. Motorhaube. Die Serienhaube können wir auch. Okay, da. Nur in Carbon. Ja, mache ich einfach mal. Spoiler. Und an dem was machen? Ne, können wir nicht. Wir können den halt nur noch entfernen. Theoretisch. Oh ne, hier gibt es auch noch zwei. Oh, taugt der mir? Ich glaube nicht, ne? Ich lasse schon den Serien-Spoiler erstmal drauf. Dachhutze weg. Endtopf können wir noch nicht. Überall Käfig will ich auch nicht. Sitzt auch noch nicht. Optik. Vinyls. Okay, das könnten wir alles machen. Camouflage, Spezial. Ja, das ist jetzt von der einen Mod, wie ich schon in der letzten Folge erwähnt hatte. Ich könnte jetzt von jedem Fahrzeug, was es hier im Spiel gibt, was ein Livery hat, das Livery hier übernehmen. Aber wie gesagt, viele funktionieren halt nicht miteinander. Aber man könnte da auf jeden Fall was Schönes sich zusammenzimmern. Ja, wir könnten das halt wieder nehmen.
Battle-Maschine ist vom Civic. Guck mal, ob ich was Cooles finde hier, was halbwegs passt. Also die 19 und 20 finde ich nicht schlecht. Das jetzt in mehreren Farben. Den. Aber die Grundfarbe müssen wir auf jeden Fall noch anpassen. Da sieht man schon, dass es überhaupt nicht miteinander funktioniert. Wenn wir jetzt mal auf die 2 gehen und ein bisschen drehen. Das funktioniert halt nicht. Aber gut, da muss man halt ein bisschen rumexperimentieren, was einem optisch gefällt und wo man denkt, okay, das könnte passen. Solange die Liveries nicht so krass gecuttet sind an den Kotflügeln oder an bestimmten Stellen, würde ich das ganz okay finden. Two-Tone, aber das matcht auch nicht ganz. Ja, hier das Hemi-Design auf dem 240 SX, klar. Ja, das finde ich cool. Das gefällt mir irgendwie. Ist da noch irgendwas, was da stört? Nö. Also wahrscheinlich könnten wir das auch selber eigentlich irgendwo drauf machen, aber egal. Okay, ich sehe gerade Spurweite. Ist nicht so schön. Ich glaube, das kann ich mit einer Mod machen. Das mache ich mal eben kurz. Wir sehen uns gleich wieder. So. Habe ich jetzt gemacht. Ich habe Camber vorne und hinten auf 0,2 eingestellt. Ist sehr dezent. Und ich werde vorne doch einen Ticken wieder reingehen. So, ich muss dazu einmal in dieses Enhanced Garage Tool gehen. Und dann kann ich den Wert verstellen, auch von der Spurweite. Und so gefällt mir das doch schon viel, viel besser. Aber wenn wir jetzt noch die Grundfarbe ändern, weil dass die Heckstoßstange und Frontstoßstange und Seitenschweller wegen dem Autosculpt ein bisschen off sind, halt nicht so cool. Oh Gott, ich gehe hier die ganze Zeit in das Tool raus. Das ist aber nur visuell scheinbar. Keine Ahnung, 58, ich gucke nochmal kurz, ob ich noch was finde. Aber die 58 würde ich auf jeden Fall nehmen. Ich muss dann halt nur eine... Oh. Lass mich das mal schon... Ja, wobei, hinten eine... Ja, okay, das matcht nicht. GT500 Livery. Das catcht mich eigentlich auch. Ich glaube, ich nehme das. Das können wir natürlich jetzt noch ein bisschen bewegen, damit es ein bisschen matcht. Mach's mal hier auf diese Lichtkante. Natürlich nicht perfekt, aber so halbwegs okay. Kann ich das noch lackieren? Warte mal. Nee, geht nicht. Okay, schade. Aber egal. So. Warte mal, ist das nur auf einer Seite? Oh, okay, das ist ein bisschen off. Ja, gut, dann... Ja, ich glaube, ich nehme einfach irgendwas Offizielles erstmal. Weil das ist halt das Problem dann, dass es halt hier nicht ganz passt. Warte mal, wie kann ich das löschen? Eins. Ja, dann nehme ich halt irgendwas Offizielles, ganz einfach. Team nicht, sondern Grafik. Nee, Grafik ist ja so Symbol. Ich will schon so... Oh, wenn man das lackieren kann. Aber ja, dadurch sieht man das Autosculpt dann nicht mehr so gut. Ey, das wäre aber geil gewesen. Form, nee. Muscle, Import. Jetzt könnten wir hier so asiatische Schriftzeichen machen. Oder ja, alles, was so ein bisschen Asia angehaucht ist. Aber das ist ein bisschen alles too much für mich. Oder zu kitschig. Lahm, Streifen. Vielleicht finden wir hier was Schönes. Ich glaube, die kann man dann aber auch alle lackieren. Ach, Zone 1. Ah, egal. Ich werde es gleich herausfinden. Ich will einfach sowas haben, was ich gerade hatte. In diesem Fast and Furious Style. Mit diesen Unterbrechungen. Tribal, Auto, Graffiti, Flaggen,
Serie. Ja, jetzt könnte ich hier natürlich auch wieder andere Sachen machen. GT3 RS, Hemi und so weiter und so fort. Ja, warte, dann. Ich nehme vielleicht doch wieder die. Warte, was fand ich hier geil? 18 und 19. Was gefällt mir mehr? Ja komm, ich nehme das. Ich nehme das. Wenn es auf der anderen Seite halbwegs okay aussieht. Auch wenn es mir eine Front- und Heckstoßstange nicht so ganz zusagt. Wir können es erstmal so lassen. Aber das mit dem Stance, dass das nicht übernommen wird, dass ich da jedes Mal rausgehen muss für. Also bei jedem Menüpunkt wird es resettet. Das ist ein bisschen schade. Das ist, glaube ich, nur für so Fotozwecke eher gedacht. Lack. Okay, die Autoscoot-Teile sind auf jeden Fall, wie soll ich sagen, so ein bisschen von der Farbe nicht ganz passend. Okay, das ist nicht gut. Nehme ich da auch einen Blauton? Oder? Aber ein bisschen was Helleres vielleicht. Das gefällt mir. Felgenfarbe. Oh. Was Dunkles. Ja, man, so ein Anthrazit oder so. Oh, hinten hat er aber gar nicht gemacht, die Sau. Das vierte von rechts. Kann ich. Ich muss das, glaube ich, so machen. Ja, das ist ein bisschen tricky hier mit den ganzen Sachen. Scheibenfolie lasse ich erstmal weg. Fahrwerk, können wir da was machen? Ne, geht nicht. Ansonsten hätte ich den Bock ein bisschen tiefer gemacht. Aber egal. Wenn ich Modfelgen nehme, die ersten 20, wie gesagt, dann könnte ich da die Spurweite auch noch einstellen, also an den Felgen. Ich zeige euch das eben auch einfach mal ganz kurz. Karosserie, Felgen, einfach mal jetzt irgendwas. Ah, kann ich ja gar nicht, weil ich, ja okay. Solange ich kein Geld habe, kann ich das euch nicht demonstrieren. Aber ich könnte da auf jeden Fall sehr vieles einstellen, auch Felgenbett einzeln lackieren und sowas. Werden wir noch alles sehen, früher oder später. Egal, wir haben jetzt erstmal genug Geld ausgegeben. Wir machen jetzt erstmal weiter, auch wenn es scheiße aussieht. Von dem Fitment her. Warte mal, was hat mehr Leistung? Unseres oder? Okay, wir haben hier viel Aero. Und bei dem vorgefertigten hätten wir mehr Grip. Dafür haben wir bei unserem aber auch mehr Handling. Was laber ich da? Also, bei dem vorgefertigten haben wir weniger Leistung, dafür mehr Handling, aber dafür keine Aero. Ja, okay. Gut. So, jetzt aber Karrierekarte. Jetzt machen wir aber weiter hier. Ja? Und den Civic nehmen wir auch. Also nur Rundkurs und Dragrennen. Wie es scheint. Ich habe erstmal Bock auf die Drag-Dinger. Er würde sich bla 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 218 Pesen. Da müssen wir auf jeden Fall auch was an der Leistung machen. Aber dazu müssen wir erstmal unser Geld verdienen. Komm! Naja, immerhin. Kacke, das habe ich verpennt. Was macht er denn da? Hätte da Zickzack-Linie. Oh! Und? Wer hat gewonnen? Unentschieden. Ja, cool. Okay. Alter, der sieht fett aus. Sie trägen, sie grippen, sie können einfach alles. Er wird die Schritte in einem schon brennen. Und er wird aber sicherlich auf der anderen Seite. Also genau das.
Wahnsinns-Burnout. Wahnsinn. Oh, meine Reaktionszeit ist anscheinend noch nicht so ganz da. Ach, scheiße. Aber der war viel schneller da. Guck mal. 13,17. Oh Gott, wir stehen ganz schön schlecht da gerade. Schauen wir mal. Beide Jungs hier kennen einiges auf dem Trackstrip. So kenne ich ihn. Das ist mein Junge. Ich habe ihm das nämlich alles beigebracht. Ja, oh, jetzt aber. Sie ist bereit. Wir sind bereit. Es kann losgehen. Scheiße, ich hätte das noch vielleicht doch nicht so früh zünden sollen. Immer schlecht, aber gut, der war jetzt diesmal auch schneller. Jo, 12,48. Ja, fünfter Platz. Jetzt nicht. Kein Geld. Boah, aber ja, was. Ich weiß gar nicht, wie kann ich denn noch besser werden? Wir gehen jetzt immer weiter, wir gucken mal. Wie ich schon sagte, ihr werdet einige neue Gesichter sehen, die üblichen Verdächtigen bei Battle Machine herausfordern. Allerdings sind das keine Viertel, Meile, halbe Meile. Vielleicht haben wir da mehr Chancen. Gucken wir mal. Ob wir hier mehr Chancen haben. Ansonsten müssen wir halt erstmal Geld sparen und um unseren Civic zu einem besseren Dragfahrzeug zu machen. Aber ich hätte eigentlich Bock auf so ein Allrad-Dragfahrzeug. Bin ich ehrlich. Aber ich glaube, dann können wir keinen Burnout machen, oder? Aber ich weiß gar nicht, ob es hier wirklich Allradfahrzeuge gibt bei Drag. Oder ob das dann irgendwie auf Heck oder Front dann konvertiert wird. Komm, Baby! Eine halbe Meile sind wir auf jeden Fall besser dran als mit einer Viertelmeile. Viertelmeile habe ich absolut keine Chance. Kobalt hat aber auch nicht so viel Leistung, wie ich gerade sehe. 205 PS. Oh Gott, jetzt haben wir aber einen RSX mit 278 PS. Wir schaffen das. Ja, Mann. Easy. Bam. Okay. So, let's check. Mic check 1-2-1-2. Golf GTI. Man nennt ihn auch Comeback Kid, weil er schon auf dem letzten Sekunde den Sieg geholt hat. Comeback Kid. Also ich riech noch nichts. Was ist los, Cooper? Du lässt deine Hobby zum Stich machen. Scheiße, das war nicht so gut. Komm schon, Leute, lasst uns loslegen. Seid ihr bereit? Auf geht's, Leute. Kacke, jetzt hab ich gepennt. Oh nein, verschaltet auch noch. Das schaffen wir nicht. Oder? Ah doch, den kriegen wir noch. Ah! Jawohl! Immerhin haben wir das Rennen geschafft. Gut! Und hier, hier ist Yoshi Suzuki! Yoshi so. War der erste, die damals so um 99 müssten wir jetzt leider holen. Einfach Zeit fahren. Mit unserer 240 SX. Die jetzt nicht so geil aussieht. Aber warte mal, ich kann das glaube ich jetzt verstellen. Jetzt müssen wir eigentlich besseres Fitment haben.
eigentlich muss er das übernommen haben. Kann man das? Ah, ich kann ja hier keine Pause drücken. Warum übernimmt er das Fitment nicht? Wahrscheinlich geht das nur in der. Ah ja, heißt ja nicht umsonst Enhanced Garage. ja, egal. Gut, dann weiß ich das auch schon. Weil das ist wirklich nur für die Garage und nutzen kann, eigentlich nur für Show und Shine, für gute Zwecke. Oh! Oh Gott. Ja, ich muss erstmal reinkommen. Die letzte Folge ist wirklich schon ein paar Tage her. Müssen wir erstmal wieder einfahren hier mit Nitro's Ghost Street. Vollgas fahren, außer vielleicht die Kurve jetzt hier, wo ich auch viel korrigieren muss. Oh Gott, das war knapp. Mach mal nicht zu, Kollege. Will Jackson hat die beste Zeit. Ey! Der blöde Wichser! Hat einfach zugemacht. Frech. Echt frech. Eieiei. Aber das schaffe ich noch. 1,30 werde ich safe noch schaffen. Ich weiß ja jetzt so ein bisschen, wie das Layout der Strecke hier ist. Aber auf was ich zu achten habe, bei welchen Kurven. Ach, was mir gerade einfällt, vielleicht könnte ich das Fitment doch verbessern, indem ich die Felge breiter mache. Oder den Reifen. Muss gleich mal gucken. Ich bin gerade so in den Sinn gekommen. Der Sinn nicht ganz erschließt, dass man ein Autoscoop machen kann, aber die Felge trotzdem noch so tief im Radrast drin sitzt. Oh Gott. Nein, nein, nein. Ja, wenn du gerade davon sprichst. 1,26, shit. Ah, sehr schön, 1,19. Das schafft, glaube ich, keiner von denen. Das schafft keiner von denen, auf gar keinen Fall. Überholen wir sogar gleich. Auch wenn ich sehr weit rauskomme hier gerade. Komm. Aha. Da wo er bremst, kann ich durchziehen. Oh Gott. Zieh! 1,17 sogar geschafft. Ah, stabil. Okay. Okay, Leute. Ich pausiere eben mal kurz. So, wir machen weiter. Nächstes Event. Das sollte eigentlich auch nicht so schwer sein. Hat auf jeden Fall weniger fordernde Kurven. Let's get it started!
Streckenrekord geworden, sehr schön. Sowas von den Streckenrekord gebrochen wieder. Auch hier wieder. Easy, easy, easy. Also und das hier. Ah, das schaffe ich locker. 353. Alle Sektoren dominiert. Wieder geschafft. Mal gucken, ob ich meinen Sektor wieder schaffe zu dominieren. Na klar. Ach du Kacke. Bam. Nein, um 9 Punkte verfehlt. Naja, das war ein Lackerbauch an dem Unfall. Klar. Ach, wieder um die Punkte verfehlt. Ich kam viel zu weit raus. Ich brauche auf jeden Fall bessere Reifen und ein besseres Fahrwerk. Machen wir auf jeden Fall nach dem Event hier. Weg! Shit. Ja, das wird jetzt eh nichts mehr. Wenn ich jetzt hier schon die ganze Zeit rote Zahlen schreibe. Oh, doch, sehr schön. Schauen wir mal, ob wir das auch noch schaffen können. Jawoll. Ach du Kacke. Und ab ins Ziel. Diesmal muss ich sagen, ich hab's gewusst, Leute, denn ich hab's gesehen. Ich hab schon lange vorausgesehen. Mein Cooper war unglaublich stark bei Battle Machine. Und hat genug Platzierungen auf dem Konto, um den Aufladungspaket zu weit. Oh, sehr schön. Sehr cool. Brauchen wir nicht. Haben wir dominiert sozusagen. Haben wir doch noch nicht dominiert. Also wir müssen alles fertig machen, oder was? Aber ich will ja erstmal ein bisschen was ins Fahrzeug reinstecken. Wenigstens ein bisschen Fahrwerk oder sowas. Oder das, was ich halt freigeschaltet habe. Anpassen. Aufladung. Ah, es bringt ein bisschen Leistung, das ist gut. Entweder Reifen. Oh, haben wir sogar. Warum habe ich die nicht drauf? Aber wahrscheinlich das, was wir auf dem anderen Dings drauf haben. Das können wir hier auch anwenden. Dann muss ich jetzt nochmal alles abchecken. Kann ich ja richtig hier durchstarten. Aufladung hatten wir ja gerade, ja. Fahrwerk. Die Fahrwerk ist aber auch scheiße teuer. Schade. Können wir uns nicht leisten. Bremsen hat er auch keine gehabt. Lachgas hat er auch nicht gehabt. Schade. Wir können uns die Felgen hier leisten. Theoretisch. Oder die hier auch. Oh, Alter. Was haben wir an Geld? 1,9. Ja komm, ich mach Felgen. Safe. Ich will noch gucken, ob es noch vielleicht was günstigeres gibt. Ja, das sind ab hier gehen dann die Originalfelgen weiter.
Also wir können uns auf jeden Fall irgendwo was leisten, das ist klar. Aber... ach, ich guck mal, vielleicht finde ich irgendwas. Ah, die haben wir. Okay. Aber die finde ich jetzt nicht so geil. In den... ah, die können wir uns nicht leisten. Aber ist noch nicht so mein Fall. Polygera. Eigentlich müsste man das machen. Mach ich jetzt auch. Ja, schön drüber. Nee. Wie gesagt, bei 40 oder 50% dann, bei 38, irgendwie sowas in dem Dreh, da ist normalerweise die Originalgrenze vom Spiel. Komm, ich mach mal 24. Vorne machen wir mal 21 oder so. Ach komm, 20. 24, 20. Stretch machen wir 60. Okay, das müssen wir jetzt merken irgendwie. 24, 20, 60, 30. Hä? Was ist das denn jetzt? Ach so, Drag-mäßig? Nee, will ich nicht. Also nochmal, 24, 20, 60, 30. Ich hab's echt so nicht so mit merken. Wobei, hier kann ich ja weiter reingehen. Machen wir hier 41 oder so. Warte, was hatte ich da? 60. 60 Stretch! Ja, passt schon. Aber Fitment ist halt nicht so geil irgendwie. Weiß nicht. Ich glaube, dazu müsste ich dann doch wieder ein Bodykit nehmen oder so, oder? Ja, doch, das ist halt Bodykit abhängig. Hätte ich das Geld jetzt für andere Felgen genommen, dann hätten wir da was machen können. Aber ja, so ist halbwegs okay. Okay, kann ich nichts tun. Steuerzeiten. Was soll das heißen, Steuerzeiten? Ist er früh beschleunigt? Ja, das will ich eigentlich schon. Boost-Start. Keine Ahnung. Übersetzung lasse ich erstmal so. Ich nehme das mal so jetzt erstmal an. Prüfstand. 229 km/h. Ja komm, passt so. Ja komm, ich mache jetzt einfach hier die restlichen Rennen noch fertig, die jetzt hier dabei sind. Außer halt die Drag-Rennen, weil da habe ich ja leider keine Chance. Oh Gott, sind wir hoch, Alter, was ist das denn? Oh was, ich muss hier von vorne machen? Ja, okay, dann lieber nicht. Ich will was anderes sehen. Renntag verlassen. Ich dachte, ich kann jetzt hier einfach weitermachen, aber nee. Ja, okay, hier ist nicht so viel los, dann können wir hier weitermachen. Das sind nicht so viele Events. Hey, ganz ruhig, Leute, ganz ruhig. Ihr seid denn wirklich auf Krawall aus, oh, Mann. Ich will euch nur daran erinnern, dass Portal ist. Ich probier mal Drake nochmal. Ob ich jetzt hier die vierte Meile schaffe. Ich bezweifle es aber irgendwie ein bisschen. Ein absoluter Killer auf dem Schiff. Ich würde mir die Hose machen, wenn ich gegen den antreten müsste. Wahnsinn! Sau, Alter, der ist immer viel zu schnell, ey. Also gegen den habe ich absolut keine Chance. Leider nicht. Also dieser Wade Jackson, was hat er eigentlich an Leistung? Wade Jackson, 210. Ja, aber... ja, keine Ahnung. Also 5 Meile ist halt wirklich nichts für den Civic hier scheinbar.
könnte natürlich eine eigene Blaupause machen. Fuck, verpennt. Eine eigene Blaupause machen und da halt die Teile einbauen, die wir hier eh schon haben. Und dann nochmal die Übersetzung vielleicht kürzer machen. Aber ach, kacke. Das wird hier absolut nichts. Was ist jetzt los? Spiel gecrashed, na toll. Okay, wir sind zum Glück hier bei dem Renntag, aber das Rennen ist halt sozusagen hin. Ich würde das auch ehrlicherweise einfach weglassen. Ich würde wenigstens halbe Meile Drag-Rennen mitnehmen, weil das Viertelmeile Drag-Rennen schaffen wir ja scheinbar nicht. Alles klar, Ryan Cooper ist am Start. Ryan Cooper. Und komm. Also ich werde erstmal wahrscheinlich den Civic erstmal als Dragfahrzeug lassen, aber wenn wir irgendwann mal ein bisschen Cash übrig haben, werde ich auf jeden Fall gucken, dass ich ein Allradfahrzeug als Dragfahrzeug nehme. Die Schaltzeiten sind halt viel zu lange, da verschwenden wir echt viel Nass in der Zeit, wo wir schalten. Alter, der hat nicht mal 180 km/h geschafft auf der Strecke. Okay, ich Komm, 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 komm. Oh, vergessen zu schalten. Shit. Oh, weia. Fast wäre die Karre hochgegangen. Das wäre uncool gewesen. Aber ist zum Glück nicht passiert. Das ist es. Akira gegen Honda. Der große Clinch geht in die nächste Runde. Wir werden sehen, wie wir der JDM versus USDM. Honda Battle. Oder Akura Battle, wie auch immer. Habe ich gut abgestimmt. Ich bin schon besser gefahren, glaube ich. Aber egal. Solange es reicht, reicht's. Einer der Jungs, auf die wir besonders achten, ist Ryan Cooper. Er hat auf den Straßen. So, dann fahren wir mit unserer 240 SX, die jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr auf der Straße liegen sollte. Okay, wir werden hier jetzt richtig gute Grip-Action erleben. Diese Jungs werden alles geben. Also Leute, ich will. Das sieht so geil aus, Alter. Macht mal richtig Kraft! Ja, ich hab noch keinen Nos. Also die sollen mal ruhig ihren Nos alles benutzen. Sollen die mal machen. Okay, wir haben eine sehr kurze Übersetzung, wie ich gerade gemerkt habe, dass wir schon im Begrenzer gerade waren. Oh Gott. Unbedingt ein Fahrwerk, ey. Aber die Reifen machen es auf jeden Fall schon ein bisschen besser. So ist es ja nicht. Aber auf dem Stück werden wir gleich auch wieder in der Grenze reinfahren, wahrscheinlich. Oder? Nee. Nein, Gott, doch nicht. Oh Gott, ich hätte gar nicht bremsen brauchen. Einfach noch vom Gas gehen, hätte schon vollkommen gereicht. Aber gut. Lieber einmal zu viel gebremst als zu wenig. Boah! Was? Da hat der Körper uns einfach ausgehebelt. Nee.
Das ist nicht wahr. Will nochmal starten. Ja, ich nehme meinen Gutschein dafür. Gutschein benutzen. Oh Gott. Kacke. Ey, das war uncool. Mann, also diese Startaufstellung ist ja die reinste Tuner-Show. Ey. Echt uncool. Das ist es. Ja, das ist es. Dafür leben wir. Okay. Aber jetzt muss ich nochmal drauf achten, ob wir wirklich in den Begrenzer reinfahren. Oder was? Oder wie? Der Gold liegt da ganz schön ab da hinten. Ja. 2,37 ist Schluss. Aber ich glaube, ich habe da ja auch irgendwas eingestellt gehabt. Aber halt nicht beim Getriebe, sondern beim Steuergerät. Ist halt schade, dass da kein Tooltip dabei ist oder kein Tipp, der uns anzeigt, was das eigentlich bewirkt. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht nochmal über diesen Körper rüberfahre, der mich dann aushebelt. Alter, damit habe ich absolut nicht gerechnet, dass wir schon so früh mal einen Totalschaden erleiden, weil wir Überschlag machen. Aber hier brauchte ich ja nicht. Bremsen einfach nur vom Gas gehen. Aber hier die Kurve. Ich passe. Jetzt werden wir noch früher in den Begrenzer reinfahren. Ich muss mal gucken, ob es irgendwie eine Stance-Mod gibt oder sowas. Das ist ja echt ein bisschen schade. Hä? Warum haben wir es denn nicht im Begrenzer geschafft? Sind wir beim Start wahrscheinlich einfach also sowas wie eine Launch Control oder so, dass wir früher oder schneller hochdrehen und dann, wenn wir normal fahren, dass das Fahrzeug dann doch nicht an ja, die Leistung hat. Ich glaube, das war das, was ich da eingestellt hatte beim Steuergerät. Ich glaube, jetzt habe ich es gecheckt. Weil dass wir auf der Geraden nicht mal annähernd in die Geschwindigkeit gekommen sind. Oder das kann auch natürlich am Windschatten. Das kann auch wirklich sein, dass der Draft hier richtig gewirkt hat. Aber heftig. Oh, zieh, Baby. Schön, mein Depp ist gefahren. So, sorry, Freunde. In dieser Aufnahme ist der Wurm drin. Ich werde hier die ganze Zeit unterbrochen. So. Weiter geht's. Nee. Aber ja, die Grenze machen wir auf jeden Fall nicht. In der Kameraperspektive bin ich noch ein bisschen unsicher. Ja, die letzte Runde. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, ich will mich überschlagen auf den Körper. Das wäre ganz und gar nicht gut. Oh Gott. Ich achte gerade ein bisschen so auf die Reflexion auf der Motorhaube. Die sind irgendwie sehr statisch, also es ist keine Echtzeitreflexion, wenn man von der Skymap und so ein bisschen von den Umgebungsobjekten, auch wenn die gerade gar nicht im Bild sind, werden die trotzdem angezeigt. Also ja, aber es sieht trotzdem schick aus. Also wenigstens grafisch ein bisschen also schicker als das Originale. Alright. Genau, Yoshi Suzuki soll ich im Auge behalten. Der Junge holt die meisten Punkte für Tokyo Union. Ach, nochmal 1-2 auf die Hand. Besser als nichts. Können wir mal fortsetzen. Er wird also wieder fahren. Und er wird heute ein echt harter Brocken sein. Ja, wobei, es bringt eigentlich nichts. Weil das eine Rennen schaffe ich ja nicht. Also, alles klar. Ja, da bin ich drauf geschissen.
Dann gehen wir hier raus. Mal speichern. So, Renntag verlassen. Okay, Freunde, aber ich würde sagen, an dieser Stelle war es das mit dieser Folge. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann lasst mir doch sehr, 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 sehr gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn wir versuchen, nächsten Club zu schlagen und endlich mal ein bisschen mehr Geld zu verdienen, um ja, unsere Fahrzeuge dementsprechend zu tunen. Aber bis dahin, Leute, macht's gut, haut rein und ciao!